Heute nehme ich euch mal mit hinter die Kulissen der Landesschau. Und da sind wir schon. Tadada! Sehen Sie diese vielen Lampen an der Decke? Die Lichtkollegen haben einiges zu tun, damit es hier auch wirklich nach Landesschau aussieht. Das Ganze sieht übrigens auch von hinten ziemlich cool aus. Meine Lieblingsstelle. Achtung! Pinke Kabel! Die habe ich mir natürlich gewünscht. Die sind nicht nur pink, sondern High-End-Technik. Alles für die LED-Wände. Hier können wir in HD-Qualität Bilder zum Anfassen ins Wohnzimmer bringen. Es gibt nur eine einzige Regel, ganz wichtig. Bloß nicht die LED-Wände anfassen. Mein Knopf im Ohr ist meine Verbindung zur Regie. Bildmischerin, Ablaufredakteur, Ton, alle Bereiche arbeiten hier zusammen. Letzte Absprachen, dann ist die Probe vorbei und es wird ernst. So, noch 10. Nicht zu machen, aber natürlich glücklich über das. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur Landesschau Baden-Württemberg. Guten Abend. Ja, also in Weinheim, da hat man den sogenannten. Und ab jetzt muss alles sekundengenau passen. Da gibt's kein Pardon. In die Kamera oder? Einmal die andere. Die für die andere, okay. Wann, wo, auf welche Position? Auf dem Boden gibt's Gott sei Dank kleine Hinweise für mich. Und da kommen schon ein paar Meter zusammen während so einer 45-Minuten-Sendung. Wo ist die Position? Die Landesschau Baden-Württemberg. Jeden Tag Montag bis Freitag live. Und kaum ist es 19.30 Uhr, ist auch schon wieder alles vorbei. Uli? Tja, als wäre nichts gewesen. Denn dann muss auch schon die nächste Sendung in unser Multifunktionsstudio. Zum Schluss noch ein kurzes Feedback gemeinsam mit der Redaktion. Tja, und dann? Ja, okay. Gut. Wir machen das. Bis morgen. Gut Ding, muss ich sagen. Tschüss.